Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. Herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir finden gleich mal wieder, was finden wir denn Schönes? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr schön. Gut. Wenn ich jetzt werfen könnte, wüsste ich nicht, was Kopf und was Zahl ist. Wahrscheinlich ist das die Zahl und das ist der Kopf. Was weiß ich. Vielleicht hat die Münze auch gar keinen Kopf und keine Zahl. So. Ich hab einen neuen Fertigkeitspunkt. Den könnte ich jetzt mal... Jetzt habe ich zwei Stück wieder. Die könnte ich jetzt mal kurz investieren. Halt, wow, wow, wow. Stopp. Kämpfer. Was gibt's denn bei Kämpfer Schönes? So, mehr aus. Das ist ja natürlich nicht schlecht. Und hier schmutzige Tricks. Steine, Dreck ins Gesicht. Um anfälliger für Angriffe zu machen. Ich glaube, das nehme ich gerade mal. Auszuweichen und F Feinden Dreck in die Augen zu werfen. Okay, das merke ich mir auch. Und was haben wir hier Schönes noch? Ich kann hier mehr Munition tragen. Soll ich das machen? Mehr Munition? Oder nochmal bei Überlebender gucken. Ich könnte... Na, mehr Pfeile brauche ich nach wie vor nicht. Oder das da. Ich glaube, ich nehme das jetzt mal. Und als nächstes dann bei Kämpfer. Diesen da. Glaube ich. Mehr aushalten ist nicht schlecht. Aber ich würde mich ganz gern von den Kämpfen insofern distanzieren, als dass... Oh, hier noch. Insofern distanzieren, als dass ich... Verdammt. Nimm mit. Aber leise. Wo sind die Jungs? Da sind die Jungs. So, ein Kopfschuss. Wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe bloß dieses Licht hier. Ich will da nicht hinschießen. Aber ich kann es ausschießen. Das ist natürlich sehr toll. Da steht noch einer. Da steht noch einer. Das war auch ein Kopfschuss. Klasse. Und ist auch den hier hinten. War kein Kopfschuss, aber ein Treffer. Da ist noch einer. Ich hoffe, ich treffe da durch. Ja, elegant. Wackelt da noch was? Hier muss doch irgendwo einer sein, oder? Okay. Pfeile einsammeln. Das meinte ich nämlich, deswegen bin ich nicht so dafür, unsere Wiederholrate von Pfeilen aufzustocken. Ne, wo war er denn? Da ist er gestorben. Nee, Quatsch. Doch ist er. War er. Gut. Weil wir eh die ganze Zeit überall Pfeile rumliegen haben. Habe ich die schon ausgenommen? Nein, ich habe die noch nicht ausgenommen. Munitionskapazität macht da wahrscheinlich schon mehr Sinn. Denn Munitionskisten liegen nicht so... Es muss noch einer da sein. Wie kriege ich ihn noch? Ich weiß noch nicht wo. Jetzt steht sie wieder. Doch nicht? Nein. Mädchen, du weißt auch nicht, was du willst, ne? Ah, da hinten ist einer. Gewesen. So. Hier nochmal kurz alles absuchen. Scheint alles gut zu sein. Dann dich ausnehmen, Freundchen. Und jetzt weiter nach oben. Mir gefällt auch das Schattenspiel, gerade wollte ich sagen. Fuck. Okay. Den kann ich leise ausschalten. Da muss ich auch den hier leise ausschalten. So. Kurz gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Da ist Feuer. Da ist noch eine Kiste zu mitnehmen. Und was findet sich hier drin? Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert.
Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Und die sieht so ähnlich aus wie vorher. Bloß, dass wir diesmal auf beiden Seiten das gleiche haben. Deswegen ist sie auch nicht so toll. Dann hat man sich einfach eine Seite komplett gespart. Das ist eine Münze für die einfachen Leute. So. Mir missfällt, dass hier noch Leute rumlaufen. Da oben waren noch vorher welche. Dich würde ich auch gern ausschalten. Fuck. Na, klasse. Wir werden es jetzt gesehen, außerdem jetzt. Warum werfen die eigentlich alle Mollys? Ganz ehrlich. Voll unschön. Also hier rüber und hepp. Was ist das denn hier? Achso, das ist eine Lampe. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, das ist nicht die, wo ich ausgeschossen habe. Ich habe die da drüben ausgeschossen. Genau. Das heißt, die hier waren nie an. Interessant. So. Ich begebe mich langsam nach vorne. Ich mache viel mit dem Bogen, weil der leise ist natürlich. So, Geocache. Da geht's nicht hoch, ne? Ja, wo muss ich denn hin? Ich stelle übrigens gerade wieder fest, ich bin schon wieder im nächsten Gebiet. Da geht's hoch. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Achso, Munition ist auch voll. Achso, deswegen. Okay. Na toll. Erstmal hier hinten gucken. Jetzt nix. Es ist eiskalt. Ja, toll. Achso, da hängen Leute rum. Na toll. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Das hast du ganz toll gesagt, mein Großer. Und ich erkenne deine Stimme, das heißt, du bist hier vorne. Oder da oben. Ich weiß es nicht. Aber ich kann hier auf jeden Fall was aufstimmen. Und... Na toll, habe ich es kaputt gemacht. Aber ich komme hier immerhin jetzt ohne... Na, ich komme hier durch, genau. Ohne mich zu vergiften oder zu ersticken oder was auch immer. Aber trotzdem immer schön vorsichtig sein. Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin! Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Und holen ein paar von den anderen, damit sie uns helfen. Sollen mir recht sein. Dann los. Was zum Teufel? Hey! Ja, geh nochmal gucken. Ja, klar, der. Tja, natürlich ist er okay, klar. Glaubst du etwa, dass der zum Spaß einen freien Kopf hat? So. Wolltest du noch ausreden, dass die zwei? So. Und wer auch immer hier... Was steht da? Wieso ist... Hä? Verstehe nicht. Okay. Da oben hängt wieder einer rum. Ah, ich sehe deinen Kopf nicht, ne? Pass auf, das mache ich anders. Ich kann doch auch... diesen da machen. Sehr schön. Spare mir nicht nur die Pfeile, sondern auch die Chance oder eben nicht Chance, daneben zu schießen. Oder weiß ich Bescheid, ne? So.
Und sonst, ne, Fackeln mache ich keine an. Also mal langsam weiter. Ich frage mich übrigens, ob wir noch eine zweite Waffe kriegen, denn eigentlich ist Lara ja immer mit zwei Waffen unterwegs. Fuck. Oh, fuck. Oh. Kennst du? Entschuldigung, dass ich so dreckig gekämpft habe gerade, aber ging nicht anders. Ich will nicht mit dem Nahkampf, bin ich noch nicht ganz klar. Also, ich kann ausweichen, aber ich kann irgendwie mich nicht auf den direkten Nahkampf einlassen, habe ich das Gefühl. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Könnte vielleicht für uns selber ganz gut sein. Allerdings bin ich eigentlich ein Freund von Nahkampf. Und hier auch wieder hier steht, no one leaves. Interessant. Aha, ich kann... Ach, das kann ich jetzt werfen. So, so. Kann ich das da auch einfach durchwerfen? War das überhaupt richtig, was ich gemacht habe? Nein, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich durchklettern müssen. Aber erst will ich hier nochmal... Hier habe ich doch noch was. Was ist denn das hier? Das kann ich verbrennen. Das kann ich verbrennen. Das sieht zerbrechlich aus. Dann verbrenn das mal. Was bringt mir das? Ach so, natürlich. Was frage ich überhaupt? Natürlich ist wieder eine Herausforderung. Sind diesmal wieder nur 5 Stück, das heißt, sollte machbar sein. In einer meiner Zusatzfolgen. Na komm, geh auf. Ja, ganz ehrlich. Achso, ich muss hier. Uah, ich sollte hier raus. Wohin? Nein! Ich sterbe! Hoch! Wehr dich nicht! Wo willst du hin? Raus, was denn für eine Frage ist das denn? Jetzt, ich hab verstanden. Jetzt müssen wir das da durchschmeißen. Und dann macht's Bumm. Au! Noch einer da? Es hustet noch jemand? Wo hustest du? Ach, da hinten hustest du. Ach, da. Jetzt sehe ich dich. Beende es. Bitte. Es wäre eigentlich bitte, für ihn tatsächlich. Töte mich einfach. Ich will ihn eigentlich gar nicht töten, aber es wäre für ihn eine Ersparnis der, also der also er wird nicht so leiden. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich sollte ihn doch erschießen, einfach damit er nicht mehr so leidet. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Okay. Ich kann mich nicht entscheiden. Eigentlich sollte ich ihn... Ach so, hat sich, glaube ich, erledigt. Er ist schon... Entschuldige. Also ich hätte ihn jetzt eigentlich noch aus Mitleid ganz gern... Dem noch. Lass mich verarschen. Bleib weg.
Na komm her. So ein Kopfschuss da. Gut, ich habe keine Munition mehr zum Nachladen. Das heißt, erstmal den Scheiß hier ausschalten. Da hinten noch. So. Und jetzt, welche ist es denn? Die Nummer 4 ist es. Und nachladen ist nachgeladen. Also lädt automatisch nach, bin ich jetzt verrückt. So. Von mir aus. Wenn sie meinen. So. Dann hier wieder alles plündern, was es zu plündern gibt. Mann, haben wir ein flottes Händchen. So. Da liegt noch was rum. Was hast du denn dabei? So, wir können wieder einiges jetzt, verbessern. Bevor ich da reingehe, will ich nur nach oben schauen. Da konnte ich nämlich hochklettern, springen, whatever. Also nicht da lang. So. Und dann muss ich hier hin. Also muss ich wahrscheinlich sogar hin. Bin gerade wieder etwas überfordert, wie so häufig. Ne, muss ich nicht hin. Gut. Aber ich habe hier ein Lagerfeuer. Toll. Guck mal. Erstmal kurz meinen Fähigkeitspunkt noch verarbeiten. Ich sagte, ich möchte gerne das da mir holen. Sehr schön. Gut. Neue Fähigkeit. Und zwar... ja, super. Kletterachse im Kampf einsetzen. Das habe ich doch gemeint mit Nahkampf hier. Axthiebe. Ist es das, was wir jetzt gerade freigeschaltet haben? Scheint so. Das heißt, lass mich kurz schauen. Kann ich jetzt... Ah, genau, auf das habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Das meinte ich vorher mit Nahkampf auch. Schön, dass wir das jetzt haben. Wo geht's jetzt hin? Ich glaube, da muss ich rein. Dann gucke ich erstmal hier lang. Mal wieder. Immer gegen das... Immer gegen das System. War das nicht ein präziser Schuss? So, Pfeile haben wir jetzt wieder 20 Stück. Da muss ich... rein. Ich gehe doch immer richtig. Immer wenn ich falsch gehen will, gehe ich richtig. So ein Scheiß. Also, dann nochmal hier reinschauen. Wow, hat sich voll gelohnt. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Diese Insel? Etwas zu verbrennen. Muss ich Feuer holen? Kann ich ja wieder zurück? Ja. Ich muss noch ganz kurz... So, einmal kurz nochmal Feuer holen. Hier brennt ja alles. Das heißt, es sollte doch hier möglich sein, die Fackel daran anzu... Nicht... Ehrlich nicht? Ach, Kinders. Oh, wo komme ich denn jetzt hier an? Ich werde doch hier irgendwo... Leute, ernsthaft? Ich werde doch hier irgendwo an... Da komme ich nicht hoch. Oh, Mann. Und wie soll ich dann das Ding da verbrennen, da hinten? Ach, hier kann ich zurück. Ach, hier ist jetzt offen. Ich verstehe. Dann komme ich doch an Feuer, denn hier gab es was zu holen. Das weiß ich noch. Vielleicht gäbe es auch einen geschickteren Weg. Aber ist egal. Hauptsache, ich habe mein Feuer. Ich würde nämlich noch ganz gerne was verbrennen jetzt. Gegen das System. Wie immer. Lauf. Okay. Diese Laufwege. Halt, was stand da? Okay, von mir aus. Und hier? Das gleiche nochmal mit dem Verstehen, nicht mit dem Watching. Okay, das hier wollte ich verbrennen. Burn. Super. Schön. Dann, kann ich jetzt ja mal, in den nächsten Raum gehen.